Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crosscode. Wir hier gleich im Bergen Trail. Na, von den Vieren kriegen wir noch eine Erfahrung, ne? Von den Lobby-Dingern. Freigeschaltet Rekrutansturm. Da unten geht's auch noch lang. Guck mal, ich habe mir meine HP Rec, habt ihr gerade gesehen? Sah mega gut aus. Ach, verdammt. Ah, HP-Ring ist schon ein geiler Skill. So, gehen wir mal hier unten hin. HP heilt mir immer. 3%. Man könnte hier nochmal. Man muss hier 300 HP haben nur. Ich brauche einen Skill, der die Rüstung durchdringt, das wäre nice. Das wäre Schnieke. Aber kannst du nicht einen Skill hier? Welches Gegner durchdringt aber nicht die Rüstung unbedingt? Na gut. Ich liebe es immer, wenn ich so ein neues Areal betrete und hier so viel Neues ist, was ich halt noch nicht kenne. Das ist einfach so cool. So viele neue Dinge, die man hier entdecken kann. Sehr gut. Macht immer so riesen Laune, ja? So viele Secrets hier zu entdecken. So nice. Wo geht's lang? Oder wo gehen wir lang? Sagen wir es mal so. Lang geht's hier überall. Einen Ausgang gibt's hier. Also nur einen einzigen Weg. Der Rest ist dann quasi wieder Secrets suchen. Die ganze Map voller Secrets. Oh, oh, die Sonde. Da ist sie, die Sonde. Henrys Datensonde. Empfange Daten. Die Ortensonde erhalten. Und Level 10 erreicht. Max HP plus 2 an Angriff von deiner Verteidigung. Sehr schick. Das ist verdächtig, dass es da eine Erhöhung gibt. Gucken wir uns gleich mal an. Hier rechts, ne? Auf dem Wasser. Dann mal ein Datenwürfel. Den haben wir noch nicht gekillt, ne? '81 Schaden macht der Typ mir. Sehr nice. So, darauf. Warum? Manchmal gibt es auch so Kisten, die einfach erscheinen, wenn man irgendwelche. Ja, klar, wenn man irgendwie Shutter gedrückt hat, haben wir vorhin schon gesehen gehabt. Komm ich hier rüber? Nö. Ich komme doch da nicht hier rüber, oder? Ah, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob man nicht doch in die Dings rein kann. Wasserfälle. Dum, dum, dum. Noch ein Datenwürfel. Okay, wir müssen von oben rein. Kommen wir zu dem Datenwurf und hier haben wir ein riesiges
Schalterkonstrukt. Ach, guck mal, hier seht ihr das? Seht ihr den Strang auf dem Boden? Den gleichen Strang habe ich hier hinten auch gesehen. Da, seht ihr das? Da, wo mein Mauscursor hier ist, auf dem... Da. Da kommt also tatsächlich ein Datenwürfel, aber die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Oder hat noch ein anderes Item. Da will ich auch noch hin. Nein, da komme ich nicht lang. Komme ich von... Ah ja, auch hier. Stehe. Ich habe den Boden jetzt noch nicht besiegt. Ich will ihn gehen eigentlich mindestens einmal killen. Wäre schon ganz cool, einfach um ein bisschen so grundsätzlich leveln zu können. Ne? Wow. Ich den da unten killen. Au! Ein kurzes Leben habe ich auch noch. Immer schön von hinten. Da komme ich auch von der anderen Seite. Also ich muss von links und von rechts kommen. Warten wir erstmal, bis unser Leben wieder generiert ist. Ne? Ja, riesiger. Riesige Regeneration. Das ist schon gemein, oder? Wieder reinzuwerfen. Ich hab grad nur Augen dafür, irgendwie hier hochzukommen. Das darf man halt nicht vergessen, ne? Verliebt man schnell aus den Augen. Okay, dann killen wir erstmal die Gegner. Schön ins Wasser rennen und nochmal ins Wasser rennen. Komm. Oh Gott, jetzt bin ich einfach reingehüpft. Ja, ja, ja. Kopfhörerschrott. Stirb. Sehr gut. So, dann geht's auch nach oben. Noch ein Datenwürfelchen. Geht's auch noch lang. Ja, da wär's noch lang gegangen. Wenn ich nicht zu doof wäre zum Springen. Oder auch nicht. Bin gar nicht zu doof. Sehr gut. Das freut mich. Komme ich denn dahin? Hm. Na, ich kann nicht noch eine Ebene weiterlaufen, oder? Das wäre crazy. Gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um.
Ah. Sehr gut. Dann geht's hier weiter. Break. Defense geschrottet. Okay, komme ich zumindest auf der linken Seite runter, auch wenn ich eher an die rechte gerade hingearbeitet hatte. Aber nun gut. Schon wieder so ein Typ. Hey du! Hi! Ich bin einer der Tester des Spiels. Der Entwickler hat mich gefragt, einen fast fertigen neuen Quest-Typ zu testen. Parkour. Ich bin etwas müde und du kamst gerade vorbei, also willst du es probieren? Sehr schön, den Enthusiasmus möchte ich sehen. Also gut, nimm das, du wirst direkt neben mir starten. Sobald du diesen Checkpoint berührst, wird ein nächster aufpoppen. Dein Ziel ist es, jeden Marker zu erreichen, bis du den letzten getroffen hast. Und der letzte, der ist da drüben. Nee. Er wird nur auftauchen, wenn du den letzten normalen Marker getroffen hast. Ja, ich weiß, aber so macht es mehr Spaß, oder? Naja, zumindest, wenn du gerne rennst. Ach so, falls du die Karte verlässt, geht auch dein Fortschritt verloren. Ja, ich weiß, das ist etwas blöd, wie dem auch sei. Bereit, das auszuprobieren? Großartig, wie schön. Wie schon gesagt, fang einfach an, indem du auf den ersten Marker hier trittst. Kannst erstmal sowas von knicken, Alter. Azur-Drachenfliege, 3 Stück davon. Ich will da eigentlich noch gar nicht hin, ne? Klasse, lass uns loslegen. Achso, ist gar kein Zeitlimit, okay. Oh, dann kann ich es ja machen. Das ist ja kein Thema. Ich hätte jetzt an ein Zeitlimit gedacht, weißt du, damit ich. Eigentlich wollte ich erstmal Wii alles checken. Ich würde erst lieber da unten runterspringen, na gut, dann halt nicht. Auf halbem Weg, ich gehe zum Ende und warte auf dich. Können wir mal alle Dinge ja mitnehmen. Sehr schön. Das ist ein cooler Quest-Typ. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Und da gab es keine Probleme, stimmt's? Keine plötzlichen Fehler oder sowas? Mm-mm. Sehr gut, sehr gut. Danke vielmals. Nimm das für deine Mühen. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Damit du mir, du weißt schon, erneut helfen kannst. Ein Spieltest am Ende von Autumn's Rise hat dich darum gebeten, an einem Spieltest teilzunehmen. Hilf ihm, diesen Hinterlauf zu prüfen. Achtung, wenn du die Karte verlässt, geht dein Fortschritt verloren. Der Tester schien sehr zufrieden mit deiner Leistung. Er sagt uns sogar, dass du in Zukunft helfen kannst. Du kannst entscheiden, ob das eine gute Idee ist oder nicht. 52 Gold, 2000 Credits und ein bisschen was zu futtern. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ist aber nicht das gewesen, was ich eigentlich hin wollte. Aber wir haben das hinbekommen. Das ist schon mal gut. Ah, ich liebe diese Dinger, ich will die alle kaputt machen. Mach ich auch. Ich bin aber nicht so glücklich mit, dass ich da drüben noch nicht rüberkomme. Wir müssen auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es doch so ein. Ach, guck mal hier. Nein, das ist nur ein Extra. Das heißt, hier muss ich herkommen, hier muss ich irgendwo herkommen. Und ich denke, ich werde irgendwo da unten herkommen. Ich kann noch nicht. Kann ich von da hinten herkommen? Das glaube ich irgendwie nicht so richtig. Ich komme aber immer noch nicht dahin, oder? Da komme ich von hier drüben. Da komme ich von hier.
Nee. Komme ich vielleicht von hier rüber? Also es ist alles miteinander verbunden. Das ist alles ein einziger Weg. Aber ich komme an diesen Weg einfach nicht ran. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade gewesen bin. Wie ich da hinkam. Ich liebe dieses Spiel. Einfach so viele schöne Rätsel. Okay, wie komme ich denn da hin? Platsch. Hä? Jetzt weiß ich nicht mal, wie ich da hinkam. Ach doch, hier. Das eine sieht komisch aus. Gibt's hier keinen anderen Weg? Nein, da nicht. Hier drüber auch nicht. Ich guck hier nochmal kurz lang. Dunkel, oder? Oh, ist gerade einfach nur eine Wolke. Ah, da oben geht's nicht lang. Dann ist ja mal die Abgrenzung hier, die komischen Dinger. Da ist dein Ende. Naja, okay. Dann wird das ein Weg weiter sein. Was ich echt faszinierend finde, aber gut, hier hängt natürlich eine ganze Menge an Belohnungen dran, ne? Ich kann zumindest nicht erkennen, ob es irgendwo anders weitergehen könnte. Das sieht auch sehr verdächtig aus, das Ding hier. Nun gut. Da haben wir noch einen Stempel. Hier haben wir einen Stempel etwa. Und hier ist auch noch eine Truhe, ne? Dann, wenn das rüber geht, müsste in etwa das sein. Okay, dann nochmal speichern und dann geht's weiter. In der Hoffnung, ich komme wirklich dahin. Sonst echt doof. Aber wird schon irgendwie, ne? Don't worry. Ach, verdammt, der hat mich mit angegriffen. Das ist merkwürdig. Naja, wird schon irgendwie, ne? Level up! Level 11! Nice! 6 HP, eine Verteidigung und einen Fokus dazu bekommen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. 2 Punkte. Ich könnte Angriff stärken. Weil ich den Schaden von Distanzangriffen um 12%. Auf jeden. Komm ich hier rüber? Hätte er sein können. Huch. Ich, verdammt gut, dich zu treffen, Mädel. Hi. Seid ihr alle auch an Gewächs interessiert? Die lassen ganz schön seltsames Zeug fallen, wa? Mein Name ist Talatu Lips. Ich habe mir zum Aufgabe gemacht, so viele Analyse wie nur möglich zu finden. Wo es sich als recht schwer herausgestellt hat. Weißt, rauszufinden, was innen drin ist, das könne scheinbar nur der Seeker. Und ich kann nur sammeln, was das mir bringe. Ist das für dich von Interesse? Erkunde und Pflanzenliebhaber Taluta Lips hat dich gebeten, ihr bei der Analyse und Dokumentation aller Umgebungsobjekte, die in ganz Crossworlds niedergemäht werden, zu helfen. Niedergemäht werden können zu helfen. Analysiere die komplette Flora Crossroads, indem du Pflanzen niedermähst.
schick, blauhaariges Mädel. Das ist fein nett von dir. Lass mir dir das mal dir gebe, Florascheibe. Der kleine Disk macht's mir möglich, deine Fortschritte zu sehen. Alles, was du tun musst, ist der Gewächse ordentlich kloppe und zu analysiere, wenn du deren Zeug einsammeln tust. Du kannst den Fortschritt auch selbst nachgucken im Menü. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, meine Ergebnisse über der Alpha-Kugelpflanze hinzuzufügen. Hau nur Fleisch auf die Pflanze für mich, tust es ja? Schick, schick. Ich werbe mal von der Gewächse-Suche. Möglich, dass wir uns wiedersehen, wa? Wenn du fertig bist, finde ich mich in der Rookie Harbor Alley Quarters. Lerne mit dem Botanik-Menü umzugehen. Synapse, Botanik, okay. Hier kannst du nachschauen, wie viele Item-Jobs du benötigst, um den Eintrag abzuschließen. Ah. Herbstblätter, Saisonäpfel, okay. Sobald der Fortschritt bei 50% liegt, bekommst du mehr Informationen über den Aufenthaltsort. Ey, es wird ja immer geiler, dieses Game. Omega-Kugelpflanze. Ach, guck mal, das denke ich, mit etwas Glück in Höhenlang zu finden. Beta-Wiesenheim. Beta-Wasserheim. Nice, nice Droprate. Ja, die haben halt immer geiles Zeug, die droppen halt immer, ne? Omega-Kugelpflanze droppt 55% Bärenzikale oder 55% Saisonapfel. Das heißt, die droppen immer was, genauso wie die hier. Supergeil, supergeil. So, irgendwie bin ich immer noch nicht so richtig zufrieden. Nördlicher Ausgang, W-Punkt entdeckt, nice. Weil ich einfach an diese Secrets nicht rankomme. Rein mit dir. Komm. Ja, das bringt echt nichts dazu kämpfen. Oh, hier ist der Weg. Oh, nice. Oh, ich habe 116 Leben. Sollten wir mal erstmal aus dem Kampfmodus rauskommen. So, und wir speichern in der Zeit gleich mal und machen kurz eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von CrossCode. Bis dahin. Ciao.